Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Ich begrüße die wundervollen Steinböcke, Steinbock-Aszendenten. Und solltest du Planeten im Steinbock haben, wie Mond, Venus etc., schau es dir an, sind bestimmt ein paar Impulse für dich dabei. Des Weiteren ist das ein allgemeines Reading, kein persönliches. Schau, ob du in Resonanz gehst. Wenn du ein persönliches möchtest, kannst du gerne unterhalb von dem Video in die Infobox. Dort ist meine Website und du kannst mich gerne kontaktieren. Liebe Männer, ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, daher dreht es euch einfach um. Und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. Ja, meine lieben Steinböcke, Dezember naht, der Dezember ist da. Die Vorweihnachtszeit beginnt, Adventszeit, ja, das wird so besinnlicher. Es ist harmonisch, wir kommen jetzt in die Schütze-Energie rein. Die ist ganz anders, die ist gesellig, die ist offen. Ja, und die Planeten zeigen das auch. Es gibt immer mal noch so ein Hin und Her, aber absolut nicht zu vergleichen wie im November, wo man dann gesagt hat, ich ziehe mich jetzt zurück, ich brauche hier nichts. Nix, ja. Man hatte so ein bisschen so Emotionen hoch und runter, ne. Wo man mal dachte, das möchte ich mal so richtig alles rauslassen, ne. Aber bringt alles nichts. Das ist so, als ob man so die Veränderung so mitbekommt. Ne? Man kann auf nichts mehr vertrauen. Du kannst irgendwas hören, was jetzt aktuell sein soll. 3 Tage später geht das wie so im Kasper-Theater, Tri, Trulala. Ne? Alles falsch, es ist jetzt so, es ist so. Also deswegen keine Energien da reinstecken und verschwenden, gar nicht die Nachrichten mehr anhören. Es bringt alles nichts. Ne? Das geht so drum, dass wir merken immer mehr, wir müssen uns auf uns selber vertrauen. Was willst du? Wo soll deine Reise hingehen? Was macht dich glücklich? Ja? Und nicht das immer so abhängig machen vom Außen. Tu einfach so, dass du sagst, ich bin mit mir zufrieden. Das ist mein Weg. Ja? Und wir sind alle irgendwo jetzt in so einer Veränderung drin. Die geht natürlich nicht von heute auf morgen. Weil wir uns selber schwer tun damit. Das ist nun mal so. Die geht so ein bisschen langsam, ja. Da muss man langsame Stücke machen. Ah, mal ein Stück. Mal da was ändern, mal da was, ja. Kann schon mit der allgemeinen Routine zusammenhängen, dass du mal deinen Tagesablauf ganz anders gestaltest. Alles so eine Sache. Die Konstellationen im Dezember sind aber sehr schön, ja. Ich sag mal, das ist so ein Monat, wo man sich wieder freut, sich zu treffen, die Weihnachtsmärkte zu besuchen und so weiter. Die Liebesenergien liegen gut, aber man muss eben aufpassen. Eifersucht ist irgendwo so ein bisschen, ja, dass man das ein bisschen dämmt. Am 13. wird Merkur rückläufig. Das bedeutet, alles, was im Vorfeld erledigt werden kann, tut das bitte auch, weil Weihnachtsgeschenke und so weiter und so fort, es kann zu Umtausch kommen. Oder wenn ihr noch in der Arbeit irgendwas unbedingt dieses Jahr zu Ende bringen müsst, ja, weil das und das, boah, da geht der Drucker kaputt, da kann das passieren. Das ist halt Merkur rückläufig. Wenn ihr verreisen wollt über die Feiertage, plant ein bisschen mehr Zeit ein. Es kann zu Verspätungen kommen und so weiter. Das ist einfach so. Wenn man das weiß, kann man sich aber darauf einstellen. Wisst ihr? Das ist ja nicht so, so schlimm. Ja, was gibt's noch? Was war noch? Die Feiertage werden sehr entspannt, aber ihr wisst ja, wie das ist. Also von der Konstellation her werden die Feiertage sehr schön, ne? Aber wenn Familien zusammentreffen, ja, wenn man sich vielleicht nicht allzu oft sieht, ja, nehmt's mit Humor. Jeder ist halt anders, ne? Das ist nur einfach mal so. Ja, und zum Jahresende, der 31. ist auch so ein Tag, wo man wirklich schön feiern kann, ausgelassen ist. Aber es kommt so ein Aspekt rein, wo ich sage, als ob man weiß, das neue Jahr beginnt und man will nicht mehr bestimmte Dinge mitnehmen. Also sowas kann kommen, so der Gedanke dann, dass man dann sagt, nee, das neue Jahr geht bei mir ganz anders los. Man kann einiges zurücklassen, kann Freunde zurücklassen, wo man sagt, das passt nicht mehr. Kann auch in Partnerschaften irgendwo dann gesagt werden, du, lass uns hier einen Schlussstrich ziehen, wir haben alles probiert. Aber ich möchte dahin und du möchtest dahin. Aber vernünftig, wisst ihr, das kann passieren. Weil es ist einfach so, das, was zusammengehört, wird zusammengeführt. Es ist die Zeit. Und was nicht passt, wird getrennt. Und man merkt immer mehr, auch in Freundeskreisen, in allen, es geht so auseinander. Es muss passen. Du musst dich austauschen können und es muss was vorwärts gehen vor allen Dingen. Das ist das so.
Aber sonst haben wir wirklich einen schönen Dezember vor uns. Genießt einfach diese Adventszeit. Der Schnee glitzert bei mir zumindest. Ne? Es ist kalt. Ich sage jetzt nicht A-Punkt kalt, aber es ist kalt. Ich habe natürlich alle Beleuchtung schon aufgerüstet. Bei mir hat es schon vor dem ersten Advent geplinkert, weil ich das schön finde. Ja? Man muss ja nicht alles so machen, wie es immer normal ist. Ne? Man kann das auch mal anders machen. Und das ist so schön, wenn du da rausguckst, weißt du, und das leuchtet alles. Und das ist doch wunderbar. Ja, so meine lieben Steinböcke, heute habe ich noch was dastehen. Ihr seht das schon. Das ist für mich was ganz Besonderes. Das muss ich mal so sagen. Die Mona hatte einen Traum, schon immer. Ja, und hat gesagt, ich schreibe ein Buch. Ich schreibe ja schon immer Blöcke und alles sowas. Und ich dachte, ich schreibe noch, also Bücher schreiben mache ich, ne? Hab ja noch Zeit und das passt schon noch. Aber ich habe immer dran festgehalten und habe aber jetzt nie gesagt, das muss so oder so gehen. Und vor einem halben Jahr kam eine Anfrage von EMF Verlag, der Michael Fischer Edition in München, ob ich denn nicht Interesse hätte, ein astrologisches Kartendeck mitzukreieren. Ja, das fand ich sehr spannend. Habe ich gemacht, das ist hier, das verwende ich jetzt auch in meinen Legungen mit, dadurch lernt man das auch kennen. Und dann kam noch das hier, wo dann gesagt wurde, meine Lektorin sagte dann, weißt du, du erzählst dann immer so viel von Steinen und den Tipp gibst du, und was kann man machen und was kann man da machen und mit Feng Shui, wie richtest du das ein oder was ist wichtig dabei, welche Rituale oder Affirmationen sind so wichtig. Und dann sagst du, schreib doch mal ein Buch drüber. Ja, und so ist das Buch zustande gekommen. Ich freue mich riesig und ganz ehrlich, ich freue mich, wenn ihr euch mit mir freut. Das ist nicht so, dass ich so cool sage, hier ist mein Buch und es ist was ganz Besonderes für mich. Das muss ich ehrlich sagen, das ist so, wow, Träume sind wahr geworden, ja. Ich finde es sehr schön, ist klar, ich habe es geschrieben. Aber ich schreibe über Wohlbefinden, dass du in deine Balance kommst, was kannst du dafür tun, über Erfolg, wie kannst du erfolgreich sein, wie ziehst du Geld in dein Leben, was ist glücklich sein, was hilft dir dabei, und natürlich über die Liebe, wie kannst du deine Partnerschaft vielleicht wieder aufpeppen, wenn sie ein bisschen eingeschlafen ist, ne? Oder wie ziehst du die Liebe überhaupt wieder ins Leben, welche Steine unterstützen dich, welche Affirmationen. Ich schreibe auch drüber, wenn ich immer sage, setz deine Krone auf, was bedeutet das eigentlich mit der Krone, ja? Sowas ist das. Und dann ist natürlich Feng Shui noch was mit dabei. Wie sieht deine Geldecke aus, ne? Oder Partnerschaftsecke? Das sind so kleine Sachen. Und die Numerologie. Und die ist sehr spannend. Damit erkennst du erstmal, wer bist du, wie liebst du, was bedeutet für dich Erfolg. Ja, also das mal zu sehen. Und spannend finde ich, wenn dir jemand datet, ne? Fragt nach dem Geburtsdatum, lasst euch was einfallen. Ja, lasst euch was einfallen. Sagt also, braucht deinen Ausweis, geht nie anders, weil ich muss mal, wir müssen hier rein und dann müssen wir mal, irgendwas müsst ihr euch einfallen lassen, das Geburtsdatum rauszukriegen, und dann könnt ihr genau gucken, was ist das überhaupt für ein Typ oder umgekehrt, ne? Und dann kann man vielleicht so auch so bestimmte Wesenszüge von Menschen, mit denen kann man dann ganz anders umgehen, wenn man sagt, ja, der tickt so oder sie tickt so, ja? Und ich sag euch was, in der Liebe zählt, wenn du dich verliebst, es ist vollkommen egal, welches Sternzeichen, wer er ist, auch Numerologie, alles vollkommen egal. Wer will, findet Wege, und wer nicht will, findet Ausreden. So, und manchmal ist es aber schön, wenn man weiß, okay, also der hat die Eigenarten, ja? Gut, weiß ich, kann ich viel anders damit umgehen, ja? Und das ist sowas. Ich finde das sehr spannend. Ja, und ansonsten ist es so, also die gibt es jetzt überall im Buchhandel, das Kartendeck und das Buch. Und wer Interesse hat, ich finde, das ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für eine gute Freundin, einen guten Freund. Ich habe es unterhalb von meinem Video verlinkt. In der Beschreibung steht es mit drin. Ja, ansonsten gibt es es bei Thalia, Amazon und was überall. Ne? So. Also wer Interesse hat. So, und wer sich mit der Numerologie auskennt oder das Buch gelesen hat, habe ich mir was überlegt. Wer bin ich denn? Hm? Also, welche Nummer verkörpert mich? Ihr erlebt mich ja in meinen Videos. Ja. Also, jetzt mal raus damit. Ne? Und daraus machen wir ein Gewinnspiel.
Ihr schreibt mir das bitte per E-Mail und zwar unterhalb von dem Video ist meine Website ja mit in der Beschreibung. Und wenn man da drauf geht, ist unten ein Kontaktformular und dann kannst du im Schreiben, also als Betreff, Numerologie, Gewinnspiel. Und dann schreibt er mal, welche Nummer ich bin. Und ich verlose dann ein persönliches Reading mit Video. Und mal gucken, wie viel mitmachen. Wenn es viele sind, dann lasse ich mir noch was einfallen. Dann gibt es nicht nur einen Gewinn. Wir werden uns mal überraschen lassen und das werde ich dann auch öffentlich bekunden, sozusagen. So, ich glaube, das war heute eine längere Vorrede. Danke, dass ihr zugehört habt. Und jetzt fangen wir mit eurer Legung an. Als erstes möchten wir mal gucken, was ist das Thema für diesen Monat? Was ist wichtig für euch? Was soll diesen Monat kommen? Was ist denn bei euch los? Heilung des Vaters. Hast du irgendein Vaterthema? Du gewinnst an persönlicher Kraft, wenn du all deine Vaterprobleme an den Himmel abgibst. Es gibt viele, die sich eine Vaterfigur als Mann aussuchen, ne? Weil irgendwas ist da noch, ja. Es ist vielleicht auch so der Beschützer und alles sowas, aber irgendwas ist hier und gib's doch einfach ab, ja. Nimm's alles so, wie es ist. Denn Ruhe, nimm dir Zeit, dich zu entspannen, still zu werden und dein Alleinsein zu genießen. Verwöhne dich. Ja, also ich sag mal so, das Jahr war ja nicht ohne. So, und meine lieben Steinböcke, hier vorne ist eure Karte. Ich wollte sie euch nochmal zeigen. Das ist jetzt das astrologische Deck. Steinbock, strukturiert, pflichtbewusst, treu. Ja, jeder kriegt einen Namen bei mir. Und ihr habt den Namen gekriegt, der Fels in der Brandung. Und wisst ihr, ihr habt positive Eigenschaften. Ihr seid wirklich, auf euch kann man sich verlassen. Und es gibt so ein Büchlein hier, so ein Begleitbüchlein dazu. Und in dem Begleitbüchlein stehen eben die Eigenschaften nochmal drin vom Steinbock, dass ihr nicht vergisst, wie wundervoll ihr seid. Ne? Ihr seid nämlich auch romantisch, das wissen manche gar nicht. Ne? Die denken immer, Steinbock, ernst? Und nein, ihr seid auch ein Romantiker. Ja, und wie tickt ihr in der Liebe? So, wer in Steinbock daten will, was solltest du denn mitbringen? Auf was solltest du achten? Wer passt denn zum Steinbock? Und wenn der Steinbock mal nicht so gut drauf ist, was ist denn da mit ihm so? Was kann er denn tun? So was ist das. Ich habe es geschrieben, deswegen lese ich es nicht vor. Ne? Ich weiß es ja. Aber weißt du, das ist so, dass man das mal wieder hervorholt. Und ein Steinbock wie ihr gebt nicht auf. Wenn ihr gefragt wird, kannst du das bitte erledigen, kannst du das durchziehen, auf euch ist Verlass, ihr macht das. Und ihr bürdet euch aber manchmal auch sehr viel auf. Und ich glaube, es ist jetzt wieder mal Zeit, gerade die Zeit, also bis 13. könnt ihr noch wirken und machen. Und dann ist Ruhe angesagt. Legt mal die Füße hoch. Das ist vielleicht eine ganz neue Erfahrung für euch. Weil Arbeit ist euer Lebenselixier. Ja, das ist schön. Aber gönnt mal eurem Körper ein bisschen Ruhe. Verwöhnt euch mal. Genießt mal diese herrlich schöne Zeit. Das ist so der Punkt. Das ist eine schöne Karte. Das ist einfach so, dass man mal so alle Fünfe baumeln lässt, sag ich mal. Ja? So, jetzt gucken wir mal, was noch dazu kommt. Bin ich gespannt. Jetzt gucken wir einfach, was noch dazu kommt. Ja, Arbeit, schon wieder Arbeit. Ich sag, Arbeit, 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 ja. Arbeit, die Sonne ist die Unterkarte. Die Sonne ist die Unterkarte. Eine der besten Karten im Deck, ihr wisst das, ne? Strahlender Erfolg, perfekt realisierte Pläne. Fantastische Ideen. Ast des Herbstes, wow, das gefällt euch, ne? Ein unerwarteter Glücksfall in Bezug auf Geld, ja. Ein guter Rat, Unterstützung, ein sehr erfolgreiches Projekt, eine erfreuliche Veränderung in deinem Beruf, ja? Also hier kommt was, vielleicht wird jetzt geschätzt, wie fleißig du bist, wie strukturiert du bist, dass auf dich Verlass ist und dass du eine Beförderung kriegst oder eine andere Stelle. Hier kommt was Unerwartetes und was Schönes. Dann habe ich die 8 des Herbstes. Das ist die Arbeitskarte sozusagen, hat mit der Arbeit zu tun. Das ist aber auch so eine Karte, vielleicht machst du noch eine Weiterbildung. Vielleicht machst du noch irgendwas, wo du sagst, da habe ich Interesse davor. Ja? Kann auch manchmal was sein, wo man sagt, das mache ich so nebenbei für mich. Ja? Und die Karte sagt dir, du hast auch sehr handwerkliches Geschick. Vielleicht probierst du dich mal aus. Viele denken so, das kann ich nicht. Man kann alles. Ja? Man muss es nur mal probieren. 9 des Frühlings, schütze die Früchte deiner Arbeit, Vorbereitung auf mögliche Veränderungen in der naheliegenden Zukunft. Hier wird sich was ändern, aber zum Positiven, ja. Natürlich beschützt du, was du hast. Das machst du.
Na, da mache ich mir bei dir überhaupt keine Gedanken. So, und jetzt gucken wir mal, was das astrologisch noch mit zu bedeuten hat. Was ist das Ast des Herbstes? Was wollt ihr uns sagen? Was ist es für eine Energie dazu? Wollt ihr mal gucken? Das bist du. Das bist du. Das Ich, dein Aszendent. Das ist das, wie du dich im Außen, wie dich die Menschen im Außen wahrnehmen. Das bist du, ja? Und dein Aszendent hat deine ganzen Talente und Fähigkeiten, ja? Die liegen immer im Aszendenten mit versteckt. Dein Sternzeichen ist dein Wesen, das sind deine Charakterzüge. Aber Talente, Begabungen liegen meist im Aszendenten. So, und dann kannst du ja mal gucken. Aber hier ist es so, hier erkennt jemand was. Hier erkennen andere, wie toll du bist. Und hier kommt was Unerwartetes, ja? Wenn du so dich zeigst, wie du wirklich bist, dann erkennen das andere Menschen und hier kommt was Unerwartetes auf dich zu. So ungefähr, also das ist genau der Mann oder die Frau, mit der wir das machen wollen. Ja, der bietet mir das jetzt an. So was ist das. Und das ist eine schöne Energie. Aber sei authentisch, das ist ganz wichtig. Ne? Nicht irgendwo, aber ich denke, das machst du hier. Was ist jetzt das? Ist das eine Weiterbildung oder um was geht es hier, Acht des Herbstes? Ha! So, mal dahingesagt, ne? Weil ich die Karte jetzt hatte, mal dahingesagt. In Steinbock, ja, müsst ihr euch alle merken, auch die zugucken für einen Steinbock. Steinbock ist immer daheim, er ist immer der Chef. Ja? Immer, ja, ist einfach so. Es ist diese Art, ja. Auch wenn ihr es manchmal nicht so wahrhaben wollt, aber wenn er innerlich in euch reingeht, wisst ihr das schon. Ach, das Herbst ist Löwe-Energie. Kannst mit Löwen zu tun haben, will ich nicht ausschließen. Aber ich sag mal so strahlend, machtvoll. Löwe sind die Anführer. Und das ist so, als ob du irgendwas machst, wo du eine höhere Position kriegst, wo du eine Bühne kriegst und dich zeigen kannst. Vielleicht wird das auch mal Zeit, weil hier erkennt jemand was. Vielleicht wirst du befördert oder musst nochmal zusätzlich eine Ausbildung machen, weil du in eine leitende Position kriegst oder eine Etage höher rückst. Sowas in der Art ist das, ja. Das ist wunderbar. Und auch in der Selbstständigkeit. In der Selbstständigkeit nimmst du es selbst in die Hand, ja. Und dann machst du noch irgendwas und der Anführer, weißt du, dieses Charisma, diese Bühne, dieses Optimistische und du wirst strahlen dabei. Das ist eine schöne Energie, ja. So, was ist denn jetzt hier diese Schutzhaltung? Mhm. Ja, ist mir vollkommen klar, warum diese Schutzhaltung ist. Jungfrau. Das sehe ich so. Jungfrau ist analytisch, ist fleißig, ist neugierig. Die Analytiker sind das für mich. Ich glaube, du willst das alles, aber hier geht es auch viel um finanzielle Dinge. Du guckst dir das ganz genau an. Eine Jungfrau geht immer den Dingen auf den Grund. Also die macht nichts planlos. Ja? Die will das genau wissen. Die ist sehr analytisch. Jungfrauen sind die geborenen Steuerberater, ja? Oder Buchhalter. Ist wirklich so. Und eine Jungfrau guckt ganz genau, du kriegst dir was angeboten, du könntest das machen, aber du guckst dir das erstmal an, ja. Was habe ich und was kann daraus entstehen? Hier kann was Großes entstehen, aber hier wägst du ab. Also du weißt, dass eine Veränderung kommt, aber Feuer und Flamme, du willst erstmal konkret wissen, wie und was. Das ist dein Wesen, ist aber eine schöne Energie, ja. Hier kommt eine Veränderung in deinem Job, ja, hier kommt was. Hier erkennt man, wie wunderbar du bist. Das ist eine schöne Energie. Was sagt das Tarot zu euch? Was sagt das Tarot zu euch? Da wollen wir mal gucken. Ja, ja. Nicht doch, nicht doch. Die erste Karte war fantastisch. Was habt ihr denn? Ja, das wird alle. Ach, ist das schön. Hier ist irgendwas. Hm. Aber es macht nichts. Gute Energien. Was haben wir als Unterkarte? Drei der Münzen. Teamwork. Gutes Teamwork. Tja. Die Herrscherin. Die Herrscherin bringt immer etwas auf die Welt. Die Herrscherin ist meist selbstständig, muss nicht sein, hat eine höhere Position, kennt ihren Wert, ja, weiß, wer sie ist, ja, Anführer, weiß, wer sie ist, ja. Und die Herrscherin hechelt nichts hinterher. Das kommt automatisch, weil die von sich überzeugt ist. Aber die bringt immer irgendwas Neues hervor oder auf die Welt, ja. Ich habe hier zwei spannende Karten. Du sollst wieder in diesen Herrscherstatus reinkommen.
irgendwas ist hier gewesen, dass du, ich sag mal so, irgendwas ist hier zu Ende gegangen, weil der Tod ist dabei. Das ist immer, es muss was Altes zu Ende gehen, damit was Neues entstehen kann. Und für mich ist diese Karte sowas, weil ich die Kombination sehe mit den drei der Schwerter. Hier geht mal dieser, ich sag mal so, hier sind Erwartungen mal nicht erfüllt worden. Kann mit deiner Arbeit zusammenhängen. Du siehst dich vielleicht in dieser Position, aber hier knabbert noch was an dir und das muss jetzt zu Ende gehen. Und hier ist mal was zu Ende gegangen, was so ein bisschen einen Herzschmerz hervorgerufen hat. In vielen Dingen, ja. Und das wird aber heilen jetzt und ich sage euch auch warum. Wir gucken ja, was dann passiert, weil die Sonne ist gefallen und die Sonne habt ihr als Unterkarte. Perfekt realisierte Pläne, ihr werdet wieder glücklich sein. Ja, ihr habt wieder eure Strahlen zurück, optimistisch, vor allen Dingen auch energiegeladen, ja, dass wieder Energie da ist. Und dadurch heilt das und ihr kommt wieder in eure Kraft und das ist sehr schön. Und dann habe ich den Ritter der Schwerter und das kann was sein, dass ihr was erfahrt, dass ihr irgendwie schnell eine Nachricht kommt, hier ist ja was, ne, was euch sehr glücklich macht, ja, wo ihr da rausgeht, weil eigentlich der Status ist da, aber es nagt noch ein bisschen was. Ihr wisst, dass ihr wundervoll seid, aber hier nagt was. Und wenn was nagt, das ist immer so, man versteckt das natürlich. Weil das will man ja nicht so offenherzig zeigen. Aber hier ist was zu Ende gegangen, wo ihr sagt, das hat nicht, das hat, ihr habt Erwartungen gehabt, die sind nicht erfüllt worden. So nenne ich das. Die Herrscherin. Was ist die? Ihr kommt wieder in den Status. Eieiei. Na, meine Steinböcke, was geht denn hier ab? Zehn der Kelche und Ass der Kelche. Hier kommt was, was euer, ihr kommt voll in den Status rein. Hier kommt was, was euer Herz sowas von überblubbern lässt. Hier kommt was Neues, eine neue Chance. Ja, das ist übrigens Herzheilung. Gleich mit. Hier kommt was, was euch total erfreuen wird. Ass der Kelche. Das ist Neustartpotenzial, ja. Hier kriegt ihr was angeboten. Und zehn der Kelche, ihr werdet euch sehr wohlfühlen dabei. Das ist sowas, entweder große Familie und so weiter. Ihr werdet euch sehr, sehr wohlfühlen, ja. Sehr wohlfühlen. Aber wir wollen erst mal gucken, warum hier noch die zwei Karten sind. Ja, macht nichts. Hier war eine Zusammenarbeit oder hier war irgendwas mit jemand und ihr habt gedacht, das ist so ein bisschen Wunscherfüllung und das war aber eine Illusion, ja. Das war eine Illusion, das hat nicht funktioniert. Und deswegen ist das zu Ende gegangen und das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Ne? Dieses Teamwork, ihr werdet vielleicht wieder im Teamwork eingehen, aber ihr werdet genau überlegen und gucken. Deswegen guckt ihr auch so genau. Deswegen geht das hier nicht so, oh schön und ich nehme alles an. Deswegen geht das ein bisschen langsamer, weil hier eben schon mal was zu Ende gegangen ist, was sich vielleicht als eine Illusion entpuppt hat. Drei der Schwerter. Naja, da ist der nicht so viele. Drei der Schwerter, das kann jemand gewesen sein, der, wie ihr, Stier, Steinbock, Jungfrau hat, das kann aber auch eure Energie sein, das ist ein allgemeines Reading, da ist das vollkommen egal. Und sieben der Stäbe, naja klar, beschützt ihr euch, ja. Entweder schützt ihr euch von Menschen oder ihr beschützt euch selber, das ist ganz einfach so. Und doch, das will ich nicht mehr haben, ja. Und war vielleicht lange Zeit so, war lange Zeit so. Was haben wir da als Unterkarte, die Königin der Schwerter? Ihr seid doch, ja. Da ist nichts mit liebevoll, aber hier kommt was Liebevolles. Das hier, ja, das darf er jetzt heilen. Es kommt vielleicht, wisst ihr, das ist ja immer so, da kommt was und dann kommt das Alte nochmal kurzzeitig hoch und du denkst, planlos renne ich nicht hier irgendwo rein, ja. Planlos nicht, das muss Hand und Fuß haben. So, was ist denn die Sonne? Was ist denn die Sonne? Ihr habt einen Grund zu feiern. Ihr habt einen Grund zu feiern und ihr habt es mit jemandem zu tun, wo ich sage, ich gehe erstmal aufs Allgemeine, auf die Arbeit ein. Ne? Also hier gibt es wirklich einen Grund zu feiern. Das ist die wie so eine Ernte Dankkarte, als ob so man sagt, jetzt machen wir das und jetzt ziehen wir das durch. Und das ist ein Mensch, der ist sehr, geht sehr nach vorne,
der ist charismatisch, der, ich sag mal so, wenn der eine Leidenschaft für was hat, dann bleibt der dran. Der kann euch auch mit Worten begeistern, ne? Also wenn ihr eine Zusammenarbeit habt, dann habt ihr das mit jemand, der Widder, Schütze oder Löwe ist. Oder Mond, Venus, ihr wisst, wie das ist, weil die Energie ist einfach da. Und ich habe viel Löwe-Tendenzen übrigens, ne? Weil die Sonne ist Löwe, hier oben haben wir Löwe, Feuerzeichen, es könnten Löwe sein. Aber mit dem erreicht ihr was, ja? Mit dem erreicht ihr was. Und das finde ich eine schöne Energie. Ja, die Unterkarte sind die 10 der Schwerter. Das hier, was hier gewesen ist, wo man vielleicht lange irgendwo noch auf einen Ausgleich gehofft hat, wo man sich auch schützt, das geht zu Ende. Weil hier habt ihr nicht die Beachtung gekriegt, nicht die Wertschätzung. Ihr habt ja nicht das gekriegt, was euch zusteht. Und 10 ist das Ende. Danach kommt ein Ass, ja? Also das hier, ich denke, das sind alte Energien, die noch mitschwingen, weil euch wird ja was angeboten schon. Es ist ja schon alles da. Und dann kommt eine schnelle Nachricht, ja, oder ein Impuls, oder das ist so was, das kommt so schnell, ne? Wo man gar nicht so, als ob ihr was erfahrt. Ja, ihr erfahrt was. Ach, das finde ich aber schön. Finde ich sehr schön. Ich sage euch was, das finde ich wunderschön. Zwei der Schwerter, ihr seid noch ein bisschen unentschlossen. Ihr wollt auch niemand wehtun, aber hier ist irgendwas. Ihr erkennt hier was. Ihr kriegt hier eine Nachricht und ihr seid, also in einem Reading, die Herrscherin ist immer die Herrscherin, schon wieder die Herrscherin. Die Herrscherin ist was Besonderes, ja? Und die Herrscherin, ihr kennt euren Wert. Dadurch, dass hier was zustande kommt, freut ihr euch und ihr kennt euren Wert. Und ihr lasst euch nicht mehr die Butter vom Brot nehmen, sag ich mal. Oder weil hier ist was gewesen. Hier waren irgendwelche Abhängigkeiten, ja. Hier waren ungesunde Kreisläufe. Vielleicht war man finanziell abhängig, konnte gar nicht so was sagen in der Arbeit, weil man gedacht hat, oh Gott, das kannst du nicht machen. Vielleicht waren noch andere so ungesunde Kreisläufe drin. Aber die Justiz sagt mir, das wird hier getrennt. Das wird getrennt, das ist vorbei, ja. Also Justiz macht Cut, hier soll ein Ausgleich in dein Leben kommen. Und aus der Energie gehst du dadurch automatisch raus, weil du jetzt weißt, wer du bist. Ne? Du weißt, wer du bist. Vielleicht musst du wirklich in Ruhe drüber nachdenken. Und das ist gut so, denn in der Arbeit kommt hier Erfolg rein. Wie ich hier oben schon sagte, hier kommt was, wo du dich freuen kannst. Ja? Und der Wagen sagt immer so, Harry hat ihn vorgefahren. Ja, jetzt steig ein, aber nicht nur einsteigen. Du kannst wählen, ne? Du kannst wählen wahrscheinlich. Aber steig ein und nimm mal das Steuer in die Hand. Fahr einfach los. Ja, weil der Wagen ist immer eine schnelle Energie, kann auch ein Umzug sein, ja? Will ich nicht ausschließen, eine Reise, vielleicht ist eine Entfernung eine Rolle. Aber der Wagen ist immer eine erfolgreiche Energie. Also du kannst das machen. Es wird sehr erfolgreich. Geh deinen neuen Weg, den du gehen willst. Nimm ein Angebot an, was du hier bekommst oder nimm das an, wo du vielleicht das, was du schon immer machen wolltest. Geh einfach den Weg. Es wird gut. Es wird sehr gut. Vielleicht machst du noch eine Ausbildung oder irgendwas. Du gehst hier aus Abhängigkeiten, gehst du raus. Die sind nicht mehr vorhanden. Sehr schöne Energie. Hier kommt was Schönes, ja. Hier kommt wirklich eine richtige erfreuliche Veränderung. Und viele von euch werden entweder befördert, machen sich selbstständig, haben eine gute Zusammenarbeit mit jemand oder machen nebenbei noch mal irgendwas. Das sehe ich so, ja. Und im Allgemeinen ist es so, wenn ihr sagt, nebenbei meiner Arbeit ist alles okay, dann ist das so, hier kommt was Wundervolles, vielleicht habt ihr ein wundervolles Weihnachtsfest und ihr kriegt endlich mal Anerkennung, Wertschätzung, Happy Family Zeit, ne? Aber hier ist irgendwas gewesen, ne? Hier ist jemand, es gibt ja immer das berühmte schwarze Schaf in der Familie. So was in der Art, ne? Und wo man dann denkt, ja, man hat immer dran gearbeitet, dass das funktioniert, aber wo man denkt, nee, also das machen wir gar nicht mehr, ne? Und hier habt ihr aber Menschen an eurer Seite, die wirklich Freude mit empfinden, ne? Die euch auf eine Stufe heben und die was Wunderbares in euch sehen. Und das finde ich sehr schön. Liebe, meine Sonnenscheine, tja, kommt neu, ihr ruht euch mal aus, ihr genießt das und ihr kommt mal so in. Naja, holt mal alles das hervor, was euch gut tut. Ne? Setzt die Krone auf, also schön Kopf nach oben. Das ist die Herrscherin. Weil hier kommt Happy Family auf euch zu. Entweder wird eine Beziehung geheilt, will ich nicht ausschließen. Oder es kommt was Neues. Aus der Kälte ist immer entweder Heilung oder was Neues. Ihr werdet glücklich sein.
Und ihr werdet euch auch wirklich richtig wohlfühlen. Ihr werdet gesehen. Die ein oder andere kann schwanger werden. Ne? Nur mal so. Da schwingt was mit. Wenn das so kommt, es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Und ihr seid ja auch ein bisschen realistischer. Was ist das jetzt hier? Und hier war mal was, wo ihr vielleicht in eine Person zu viel war, so nenne ich das mal. Wo man vielleicht auch dran gearbeitet hat, wo man wo man es dachte, das schaffe ich schon. Ne? Aber das hat sich als eine Illusion herausgestellt. Das hat euch sehr verletzt. Ne? Das hat euch sehr verletzt. Und deswegen habt ihr eine gewisse Schutzhaltung. Deswegen guckt ihr erstmal. Aber nichtsdestotrotz werdet ihr wieder strahlen. Und das ist hier vorne das. Es kann ein Mensch sein, den ihr kennt, weil 3 der Kelche ist eine Wiederbegegnung. Muss aber nicht sein. Es kann eine Feierlichkeit sein, ne? Weihnachten, Silvester. Es kann alles sowas sein, wo ihr jemand wieder begegnet, ja? Oder wo ihr unterwegs seid, ja? Wo ihr einen Grund zu feiern habt und strahlen werdet. Und das ist jemand, der Feuerenergie hat. Ich tendiere ganz viel auf Löwe. Das sage ich euch so, wie es ist. Der reißt euch mit, der hat eine Ausstrahlung, der hat ein Charisma, ja. Und der kann euch das auch sagen, dass ihr wundervoll seid, ja. Und ihr nehmt das jetzt wahrscheinlich auch an. Das geht relativ schnell. Es geht, also, ist eine schnelle Energie. Was das Schöne ist, ihr geht aus alten Konstrukten, geht ihr raus, ihr macht einen Cut. Es kommt jetzt so ein Ausgleich in euer Leben, den habt ihr euch auch verdient. Ja, und ihr wollt auch daran arbeiten. Ihr wollt daran arbeiten, dass das diesmal funktioniert. So, und vielleicht macht ihr eine gemeinsame Reise, will ich nicht ausschließen. Oder ihr müsst euch entscheiden, ob ihr umziehen wollt. Ja, aber hier ist was, wo eine Entscheidung von euch gefragt wird. Ihr wollt daran arbeiten, vielleicht auch über die Arbeit könnt ihr jemanden kennenlernen. Tut's einfach, tut's einfach. Es wird wunderschön. Mal gucken, was die Engel der Liebe zu euch sagen. Ihr könnt jetzt explizit zu tun haben, vom Sternzeichen her, ganz viel Löwe. Löwe-Energie. Stier, Krebs, Steinbock wie ihr, dann Skorpion, Stier, Steinbock, Jungfrau, Schütze, Witter, Löwe, Fischkrebs. Ich habe mehr Krebs, ich habe auch wenig Luft, aber kann genauso gut ein Wassermann sein, eine Waage oder ein Zwilling oder ein Fisch oder ein kann auch mit dabei sein. Ihr wisst, wie das ist. Aber hier sind viel Tendenzen für Feuer, ja, das euch mitreizt. Wahnsinn. So, jetzt werden wir mal gucken, was die Engel der Liebe zu euch sagen. Ja, ja. Ihr müsst da irgendwas Altes zurücklassen. Irgend so ein Bruder, der immer wieder die Energie, ich nenne das jetzt mal so. Wenn ihr kommt, lass deinen Ex-Partner zurück, ja? Kläre deine Energien. Das ist immer so, da ist was, da hast du mal das nicht gekriegt, was du dir vorgestellt hast, weil der ganz anders war. Ja, und dann ist es vielleicht eine Illusion gewesen. Und das schwingt immer noch mit, immer noch. Und immer wenn das kommt, sagst du bitte, stopp, ja? Ich habe jetzt was Neues. Es interessiert mich nicht mehr. Hier wäre ich gesehen. Und hier du lernst auch anzunehmen hier übrigens. Finde ich sehr schön. Ja? Deswegen ist doch egal, was mit dem ist. Ja, es ist doch vorbei. Ja? Deswegen nennt man so eine Menschen Ex. Ja, ja? Und das ist es ja. Ex. Mhm. Ja, du hast Angst, getäuscht zu werden. Das ist alles. Aber ist nicht. Vergeben und lernen. Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Jetzt und Hier. Na also, du musst dir vergeben. Du musst dir vergeben. Du hast eine Erwartungshaltung gehabt und der Kunde konnte das überhaupt nicht dir geben. Ja? Aber du hast gedacht, naja, wenn ich mich bemühe und daran arbeite und vielleicht ganz nett bin und das ganze Gegenteil ist passiert. Ja? Also, er hat nicht gefruchtet. Ehrlich nicht. Hat nicht gefruchtet. Und deswegen sollst du dir vergeben. Zu der Zeit war das das Richtige. Dir wird immer das geschickt, was du gerade benötigst. Und das war vielleicht eine Erfahrung, die du gemacht hast und daraus bist du gestärkt hervorgegangen. So, und jetzt kommt da was Neues. Und das Neue solltest du annehmen. Ja? Das Neue oder eine Wiederbegegnung mit jemandem will ich nicht ausschließen. Bringe deine Liebe zum Ausdruck. Sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Stopp, 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 liebe Frauen. Ihr kennt meine Meinung. Lass die Männer Männer sein. Ja, die machen das schon. Du sollst einfach nur den Mut wieder haben, ne? Dich wieder auf was einzulassen.
Habt den Mut dazu und lasst alte Gedankenkonstrukte raus. Da kann nichts passieren. Da kann nichts passieren. Wenn du dir einredest, oh, da passiert das und da passiert, da passiert es garantiert. Ne? Das ist so, als ob du, das, als ob du so diese selbst eintreffenden Prophezeiungen, ne? Ich hab's gewusst. Ne? Wenn du das mal vielleicht nicht sagen würdest, sondern sagen würdest, ich freue mich drauf. Es ist wunderschön. Das ist was ganz anderes. Genieß diesen Monat. Ja? Genieß das. Wir haben schon zwei. Naja. Ich will mal so sagen, noch eine würde ich gerne für euch ziehen, wenn noch eine kommt. Tja, was soll ich sagen? Erfolg, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Na also, jetzt geh auf den Erfolg und geh nicht auf das, dass du Angst hast davor, dass es wieder eine Bruchlandung wird. Es wird keine Bruchlandung. Der Erfolg liegt hier. Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Lass doch mal, es ist magische Zeit. Lass doch jetzt mal Wunder in dein Leben kommen. Und Wunder kannst du nicht kontrollieren. Das ist nur einfach mal so. Die kommen einfach so. Und das ist doch wunderschön, sowas. Ja, vertrau mal wieder. Lass es fließen. Das ist eine der schönsten Karten. Und ich sage euch was, macht's. Weil das ist für mich so eine Karte, wo, die brauche ich mir bloß angucken. Dann sag ich sofort, ja, genau das ist es. Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Du solltest vielleicht mal daran denken, ja, dass du was tun sollst für dich. Und vor allen Dingen würde ich sagen, sag dir jeden Tag, ja, ich darf glücklich sein. Ich bin wundervoll und ich darf glücklich sein. Jeder Mensch darf das, ja. Und hier kommt was für dich, wo ich dir sage, freu dich einfach drauf. Freu dich drauf, nimm's an, ja, und denk nur positiv, bitte nur positiv, ja? Wow, meine lieben Steinberg, das war ja gespannt, ne? So, ach so, die Abschlussbotschaft, die ging so schnell. Na, was habe ich gesagt? Vertraue dem Leben, das Leben meint es gut mit dir. Ich würde es mal so hinhalten, ja? Mach ein Foto, mach ein Screenshot, ja? Damit du es erkennst. Und das ist dein, und das musst du dir jeden Tag angucken, Vertrauen, ja? Du bist besonders, vertrau einfach, ja, und genieß mal und verwöhn dich mal. Das weißt du, wenn man sich selber verwöhnt, ne, hat man ganz andere Energie, ne, schön Krone hoch, ne, und dann läuft das. Meine lieben Steinberg, ich wünsche euch einen fantastischen Dezember, ja, glaube an Wunder. Glaube an Wunder. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, freue mich über ein Abo und ich freue mich, wenn ihr es mit Freunden teilt. Ich sage ganz lieben Dank allen Abonnenten, ganz lieben Dank für eure schönen Kommentare und ganz lieben Dank für die Anerkennung und Wertschätzung meines Kanals. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin alles Liebe, Mona, ciao.